Oh. Ja, ich habe jetzt gedacht, du machst einen schönen. Ja, egal. Ich wollte. Ja, soll ich nochmal schreien? Ja, ich wollte eigentlich schreien, aber ich dachte, du platzt mir. Nee, ist egal. Ich pack's trotzdem rein. Herzlich willkommen zu Trailer Trash Nummer 2. Und heute dabei ist der Ronny. Grüezi! Ja, schön im berlinerischen Akzent. Alter Sack, Alter, was redest du für eine Scheiße? Ach, die Klappe, du Sack. Das hat doch gar nichts mit Berlin zu tun. Sack, Alter, geh mich auf den Sack. Geh mir am Sack vorbei, was du redest. Ja, sag mir nicht, was ich sagen soll. Alter, du sackst immer weiter herab in meiner. Das war Sarkasmus, das war Sarkasmus. Alter, Sakrament nochmal. Ja. So, mehr Sprüche fallen mir jetzt auch auf Anhieb nicht ein. Ja, es geht am Schluss nochmal. Genau. Wir haben für euch 4 Trailer vorbereitet, die wir uns jetzt mal reinziehen. Und damit wir keine Zeit verlieren, fangen wir auch an mit Rayman Origins. Obwohl das Spiel schon draußen ist, gibt es da einen Trailer. Der heißt Two Ways to Win Trailer. Und ich zähle an. Ja. 3. Das Geile ist, wir kennen das Video selber noch nicht und deshalb ist es jetzt voll spontan. Ja, ist klar, es ist immer so. So ist Trailer Trash. Ja. Woo! 3, 2, 1, go. Ich habe übrigens Rayman noch nicht bestellt. Ich habe Bock drauf. Ich auch nicht und ich habe auch Bock drauf, zu sagen. Ja. Ich liebe es, Alter, diesen Style. Ich könnte jetzt schon wieder das Schwärmen anfangen. Ich finde schon die Musik lustig. Fantastisch, die Musik ist das Allerbeste. Ich meine, ey, ich habe jetzt so Bock drauf. Alter, sag mir ein Spiel, das so aussieht und so fantastisch ist. Bitte. Ja, es ist. Ey, allein in der Demo kam mir schon die Glücksgefühle hoch. Ach, sind das jetzt eigentlich so 10 Wege, so 10 Modi oder was? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, willst du 5 Zeit schlagen? Discover Hidden Quest? Also die wollen, glaube ich, zu so zeigen, so 10 Sachen, die du mit Rayman Origin machen kannst, außer jetzt. Ja, wow. Aber ist schon, boah, ey. Ja, sag mal. Ah, mir hängt nicht. Ich war ein Scherz. Okay. Ich spüre es, Alter. Ah, es sieht einfach fantastisch. Verdammt normal, Alter. Mir fällt nichts ein zum Spiel, außer dass es einfach nur geil ist. Das Geile ist, ich habe eigentlich gedacht, dass Rayman ganz normales Jump'n'Run ist, aber du hast da auch so Eislevel und sowas oder irgendwie so, wo du gejagt bist. Und das ist auch voll lustig mit den Fliegen-Dingen. Ja, Alter, aber bei diesen gejagten Sachen, Alter, wie oft bin ich in der Demo bei dem letzten Unterwasserfisch verreckt? Ja, das ist echt heftig. Oh Gott. Die Bossgegner sind teilweise richtig einfach und teilweise ziemlich hart, ey. Ja, ich habe ja auch von anderen Leuten jetzt schon erfahren, dass sie teilweise Level 45 mal gespielt haben und immer noch nicht wissen, wie es weitergeht. Seid immer noch nicht bei den Trailern? Ja, du bist gerade voll mitten in der Aufnahme. Hey, Raphael! Scheiße! Guten Tag, liebe Community. Ich störe nur kurz und unwissentlich. Es geht direkt weiter im Programm. Ja. Wir sind immer noch im Rayman-Trailer und Rayman ist so awesome, dass es sogar dunkle, düstere Levels gibt. Geil. Alter. Ey, das ist da das nächste Spiel, was ich bekaufe. Definitiv. Ja, bei mir auch. Du hast ja heute irgendwas geschrieben von wegen irgendwas x.de. Ja, ich weiß, ich habe das in so einer, das war so eine dumme Geschichte. Ich habe halt irgendwo auf einer Seite, auf einer Gaming-Seite so rechts so eine Werbung gesehen, die hieß irgendwie Hotfix oder irgendwas mit Hot. Und da gab es Rayman für 39,99 für die Xbox und für die PS3. Und ich gibt's nicht mehr. Also ich habe die falsch geschrieben und ich finde die jetzt nicht mehr. Diese, ja, genau. Seite. Wenn du auf Hotfix gehst, kommst du auf einer ganz anderen Seite raus. Ja, wahrscheinlich. Ich dachte mir so, Alter, was schreibst du für eine Scheiße, du Sack? Ja, ich wollte dich nicht anschreiben, weil ich glaube, du weißt, wie doof du bist. Also. Ja, ich wusste ja auch nicht, was. Ich gehe jetzt mal kurz auf Hotfix.de, was ist denn das? Egal, also. Ich gehe jetzt mal kurz auf Hotfix.de. Ja, ich weiß nicht genau. Aber wer die Seite nochmal kennt, bitte schreibt mir eine Mail, weil die anscheinend sehr gute Preise hat. Wie bitte? Ja. Wie bitte auch. Jetzt so, kommen wir, glaube ich, zum nächsten Trailer. Syndicate Deep Dive Agent Tools in klassischem HD. Habe ich selber noch nicht gehört, muss ich zugeben. Bin jetzt auch sehr gespannt, habe jetzt auch nichts gesehen vorher. Matthias, du sag, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann sage ich jetzt 3, 2, 1, Action! Ich habe von Syndicate immer mal wieder was gelesen, aber so richtig so Gameplay habe ich noch nie gesehen. Ich weiß noch nicht mal, von wem es ist. Okay, EA, alles klar. Frage mal Antwort. Batteries, Alter! Das sind doch die Riddick und so gemacht haben und The Darkness. Echt?
Ach, ja, Mann! Geil, das wusste ich gar nicht. Okay, aber auch wenn es vom Hause EA ist und so, jetzt besonders innovativ und interessant sieht es ja jetzt noch nicht aus. Ja, die Waffen sind, sehen gar nicht aus. Okay, ja, die Waffen sind bei Duke Nukem schon. Das Gameplay ist alles scheiße, aber die Waffen sind lustig. Ja, guck, voll viele Raketen und so. Aber bei Star Wars ging es eher immer so um den Mix, so ein bisschen ballern, dann ein bisschen Stealth-Game, dann manchmal so ein bisschen mit Leuten reden und Adventure-Elemente. Genau mein Fall. Ja, und eben nicht so... Hat die Deus Ex auch. Ja, genau, also nicht so richtig, aber hier sieht ihr ja nur ballern. Ja, ja, aber ich glaube, Deus Ex hat dann doch mit mehr Story und Riddick wahrscheinlich auch, weil hier... Ja, ja, vielleicht zeigen die gerade in dem Trailer halt gerade eben die Kampfsachen oder so. Die ja, die werden jetzt auch nicht hier Mass Effect-Style schön die Sachen zeigen, wo man sich schon unterhält. Ass-Cam. Miranda, Alter. Aber kann ihr die Waffen so im Schräg halten? Ist ja nice. Boah, durch die Wände. Alter! Um die Ecke! Um die Ecke schießende Waffen! Hatten wir auch noch nicht. Ja. Aber auf die Waffen habe ich schon Laune. Ja, ich muss halt selber von mir aus sagen, dass ich auf dieses Shooter-Genre teilweise absolut überhaupt keinen Bock mehr habe. Ja, aber ich eben auf so, ich brauche halt so solche Sachen, die halt vielleicht mal was Neues machen. Also klar, Genre jetzt nicht, aber zumindest die Waffen halt. Oder irgendwas Neues machen, nicht dieses Lineare. Also ich brauche schon so was wie Duke Nukem, Alter. Ja, hinsetzen, schießen. Ja. Aber wenn das Spiel jetzt nur aus dicken Bomben und Ballern besteht, dann glaube ich... Ja, wird langweilig. Richtig, also da muss irgendwas kommen noch. Storytechnisch, was für so ein Zeitkick. So BAM, Alter, what the fuck? Spüren letztendlich. Ja, irgendwie so muss es. Ja, das ist ja beim Shooter ja aber immer so. Ich mach jetzt mal auf. Entweder du kriegst halt das Call of Duty oder du kriegst halt was anderes. Dann ist es aber dann vielleicht so belanglos, weil alle wollen Call of Duty haben oder so. Ja, verstehe ich ja sowieso nicht. Ja. Wie sich dieses Genre immer wieder weiter verkaufen kann. Ich meine, Syndicate ist jetzt wirklich was, was jetzt wirklich überhaupt nach Einheitsbrei aussieht. Ja, trotzdem, ich bin so ein Shooter-Freund eigentlich, ich mag ja Ego-Shooter, deswegen bin ich bei jedem Ding erstmal gespannt, was da noch kommt, aber sobald es nicht so aussieht wie Modern Warfare oder Battlefield, da bin ich erstmal direkt hellhörig, da will ich wissen, ja, was da noch kommt. Das ist ja wie jetzt mit Skyrim, hast du Skyrim gespielt, hast du eigentlich alles gespielt, weil es geht eigentlich nicht besser als Skyrim. Also ich sag mal so, hast du Skyrim gespielt, hast du auf jeden Fall alle Rollenspiele gespielt. Weil genau. Da sind alle Rollenspiele mit drin vertieft so. Richtig, es ist halt, es sättigt halt in diesem Rollenspielgenre. Wenn du Battlefield und Modern Warfare spielst, hast du auch den besten Multiplayer abgedeckt und den besten Singleplayer abgedeckt. Ja. Dann kommt das Syndicate und denkst du dir, ja, warum soll ich das spielen? So. Egal. Nein, wir machen gespannt. Ja, dann gehen wir zum nächsten Trailer, das ist The Darkness 2. Da gibt es einen Koop-Trailer, Vendettas Koop in Deutsch. Und ich bin so skeptisch, egal, wir fangen an. Oh ja, ich auch. In 3, 2, 1, go! Skepsis und Spannung, Alter. Ich weiß nicht. Comic-Serie jetzt nicht so viel anfangen kann. Ich fand den ersten Teil ja wirklich super gut. Ja, der war geil. You know the phrase, the lesser of two evils? Well, it's a lie. Evil is evil. Face it, we're not talking about. Das Synchro ist immer geil. Oh ja, und ich liebe diesen Psycho-Charakter. Ja. Total besessen von sich selber. On one side, he's got the Brotherhood. And on the other, the Darkness. Das sieht schon wirklich so Neonfarben und so aus. Das gab's im ersten Teil gar nicht, ne? Nee, das war ja grau. Ja, das war wirklich so trist. Aber das hat auch gepasst. Ja, klar. Das sieht ja schon fast aus wie Saints Row. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das jetzt? Brink. Ja, Brink, Alter. Scheiße. Oh Gott. Alter, der Charakter gefällt mir jetzt schon gut, ey. Was ist das denn? Aber der, ey, das sieht doch aus wie... Aus Yakuza entsprungen, ey. Ja, aber halt mal. Aber mit einer... Boah! Ah, schön, ja! Oder... Alter, brutal bis aufs... Aber da ich wollte gerade sagen, brutal bis aufs Blut, ey. Ja, auf was sonst? Ja, da musst du ja wirklich die ungeschnittene Version kaufen, sonst macht das ja keinen Bock. Ey, das kannst du vergessen, in Deutschland... Aber wenn es in Deutschland rauskommt, ey... Okay, Boys. Aber es ist ja Koop, ne? Ja, ja, ich will jetzt was sehen vom Koop, verdammt. Ich glaube, das ist so, das sind die Charaktere, die du nehmen kannst, ne? Ich hab zum Beispiel zwei Waffen jetzt, die hat eine Pumpgun und so eine Knarre. Alter.
Ich habe meinen Ring verloren, Moment. Ja, aber das kommt definitiv nicht in Deutschland raus. Nein, aber nicht in der Form. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist quasi wie Alien vs. Predator. Ja. War das mal erlaubt, oder? Nee, oder? Nee. Ich glaube, in Deutschland kam es gar nicht raus. Nee. Was ist das für ein komisches Ball, was immer wieder zurückkommt? Ja, das Boomerang-Ball. Ja. Das hätten sie in Syndicate einbauen sollen. Was ist denn das? Ey, was hat das mit... Also wirklich, ich habe den Comic leider nicht gelesen, aber... Das hat im ersten The Darkness überhaupt nichts verloren. So ein... Außerdem, wo ist denn die Darkness überhaupt? Ja, ne, wo hast du denn jetzt hier irgendwie... Ich finde auch, wo ist die Atmosphäre? Du hast ihn nur gemetzelt, Alter. Oh Gott, ey. Boah, Alter. Es hat von The Darkness überhaupt nichts zu tun. Er Nein. Lilan, ey. Das erinnert mich ja an dieses... Ah, den Style finde ich ja geil und alles, aber erstens, wo war jetzt The Darkness? Ja. Zweitens, was haben diese Brink, was haben wir gesagt? Saints Row Figuren da Und drittens, Lila, an was hat mich das erinnert jetzt, dieses Lila, ne, an... Ja, nicht an Deadly Premonition, aber... Doch, das lila spritzende Blut in Deadly Premonition, doch klar, die Zombies. Ach so, ja klar, wenn du gegen die schießt, dann das Blut. Ey, ich weiß nicht, ich bin so... Ich bin jetzt komplett... Meine letzte Hoffnung ist jetzt irgendwie komplett kaputt gegangen durch den Trailer. Ja, schilder doch mal kurz deinen Eindruck von der Gamescom. Du hast ja anspielen können, oder? Nee, ich ja nicht. Ich bin ja dann vorher abgehauen. Da war Rodriguez... Quatsch, doch, natürlich. Quatsch, du hast natürlich The Darkness 2. Ich hab's ja nicht gespielt, sondern da war eine Vorführung. Aber da war jetzt nicht viel zu sehen. Da, das war mehr Action natürlich. Du bist in so einem Freizeitpark. Und was ich cool fand, da gibt's halt so eine Brotherhood, wie dir schon gesagt hat, die genau wissen, dass Jackie Estacado halt von The Darkness befallen ist und die dich halt immer mit so leuchtenden Scheinwerfern halt immer anscheinen und so. Es war schon cool. Ein ganz neues Element, aber es war dann irgendwie nach 5 Minuten hast du ganz genau gewusst, wie das jetzt hier die nächsten 10 Minuten weitergeht. Der läuft und ballert und läuft und ballert. Und genau das habe ich bei The Darkness eigentlich nie gehabt, so richtig das Gefühl. Nee. Und das finde ich jetzt gerade eben sehr schlimm, weil es wirklich anscheinend nur noch drauf hinausläuft. So. Es sind ja quasi diese ganzen What-the-fuck-Momente, die eigentlich so ein gutes Spiel ausmachen, wo du halt wirklich alle halbe Stunde mal so einen Moment hast, wo du denkst, oh, jetzt muss ich aber weiterspielen. So, und jetzt nochmal und weiter. Ja, aber wenn es ja vielleicht ist ja die Story ganz gut und nur sie zeigen sie nicht so ganz speziell. Sie zeigen jetzt diese ganzen Kampfmoves und vielleicht verbirgt sich dahinter ja eine geile Story, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da wird nicht viel bei kommen. So. Die Marketingstrategie aufgeht, dann mein Glückwunsch, ansonsten sehr gewagt. Ich bin jetzt eher abgeschreckt als... Ich auch. Aber ich freue mich trotzdem, also ich werde es bestimmt mal ausleihen oder sowas, anzocken, Demo, irgend so. Ja, ich werde es auch ausleihen oder so, oder vielleicht mal für günstig Geld kaufen, aber für mehr reicht es dann nicht, also ich werde mir das nicht zum Release kaufen. Richtig. Ja, dann haben wir noch den letzten Trailer, da sind wir die absoluten Experten. Und zwar, und zwar Yakuza Dead Souls Character Trailer. Ich habe keinen Yakuza-Teil gespielt, du? Negativ. Dann freuen wir uns jetzt auf 1 Minute 23 geballter Kompetenz. Und zwar in 3, 2, 1, los. 5. Teil, das ist der mit den Zombies, muss ich dazu sagen. Oh, ich kann es aber auch nicht mehr sehen, dieses Zombie-Klischee, ey. Langsam reicht's. Ja, aber. Bei Red Redemption war es schon zu viel, finde ich. Das da war es schon so, aber das war cool. Trotzdem habe ich schon gemerkt, so langsam nimmt's überhand. Okay, jetzt gucken wir den Trailer. Für die Japaner. Sieht ja ganz, ganz gut aus und die Story soll alles fantastisch sein, aber ich konnte mich noch nie dazu durchringen. Ich habe das einmal probiert mit Yakuza 3, aber mir gingen diese piepsen mit Textwasser an, diese. Weißt du, wenn du halt überdreht. Und dann war die Animation halt. Und das Spiel ist auch riesig. Ich hatte einfach in der Zeit gar keinen Bock. Oh mein Gott, was für eine. Boah! Okay. Ja, der ist ja immer nice, glaube ich. Das ist cool, ja. Ach, wieder so ein brutales Spiel, das so nicht erscheinen wird. Was haben wir heute für Spiele? Erst kam Rayman und dann nur brutale Spiele. Rayman hat aber zumindest rausgerissen. Ja, oder? Also Yakuza hat noch nie damit gestrotzt,
oder geprotzt, brutal zu sein, aber das ist jetzt schon ein bisschen brutaler als Ballon. Eigentlich war die Action, hat sich immer auf diese ab und zu Schuss- und Prügelszenen beschränkt. Aber im Grunde genommen bin ich jetzt eigentlich so mit Zombie und dem ganzen Quatsch schon eigentlich bedient. Ja, langsam könnte es mal wieder was Frisches sein. Also, weil jedes gute Franchise fängt plötzlich jetzt mit Zombie-Geschichten an. Red Dead Redemption. Mehr fällt mir nicht ein. Ja, da gibt es ja noch Left 4 Dead und Dead Island und so. Es gibt so Leute wie die Sango, die mag zwar keine Wii, aber ein Zombie will sie gerne mal Kopf wegpusten, aber es muss halt irgendwie passen. Also bei einem Left 4 Dead hat es gepasst wie die Faust aufs Auge und bei Resident Evil sowieso, aber bei einem Red Dead Redemption und bei einem Yakuza, da könnte der direkt langsam anfangen, irgendwie, keine Ahnung, Wheel of Katamari mit Zombies zu machen. Also irgendwie. Na, ich meine jetzt eher so Spielereien, die eigentlich an sich gar nichts mit Zombies zu tun haben, ja, aber doch jetzt damit anfangen. Oder Call of Duty genauso. Ja, gut, das war ja immer so ein. Das war mehr so ein. Kall. Ja, okay, aber trotzdem, ich meine, die haben es ja auch dann eingeführt, weil sie sehen, oh, das kommt an hier, Zombies. Ja, wir hätten auch Roboter nehmen können, aber nein, sie nehmen Zombies, ne? Ja, warum? Terminator ist doch total geil, wieso nehmen sie keine Roboter? Penner, ey. Keine Ahnung. Ich bin persönlich angegriffen. Ja, mal gucken, mit Yakuza anfangen können, mal. Ja, ich kann da gar nichts anfangen. Also, wie gesagt, der Chetin ist ein großer Yakuza-Fan, der hat jeden Teil gespielt, jetzt kurz durch den vierten. Und der mag es auch einfach in der Stadt rumzulaufen und jede Scheiße da zu machen. Und dazu habe ich einfach keinen Nerv. Dann nehme ich lieber ein Skyrim, ja, wo ich aber einfach mehr den Bezug zur Welt habe. Und Yakuza mit den Japano-Dings ist zwar cool, würde ich auch gerne mal ausprobieren, aber erst im späteren Verlauf des Spiels. Am Anfang war ich irgendwo in einem Waisenhaus, ist dann alles nicht gefallen. Ja, gerade dieses Japano-Klischee ist jetzt auch unbedingt nicht meins. Ich bin so ein bisschen wählerisch, aber dazu habe ich noch nie. Ja, ich meine, Shenmue habe ich ja schon eine Chance gelassen. Das ist ja auch voll derbe japanisch. Ja, das und Yakuza soll ja auch immer so, ja, das ist der Shenmue der Neuzeit und so, aber tut mir leid, aber irgendwie ist das dann doch schon mit Mafia und so und coolen Anzügen und Nachtleben und ja, Shenmue ist mehr so, ist eigentlich so die Pussy-Version von Yakuza. Ja, ja. So alles, was hat das Yano-RPG-Herz begehrt. Ja. Yakuza hat irgendwie keiner Mischmasch. Jetzt mit Zombies auch noch. Jetzt haben sie wahrscheinlich so die ganze Bandbreite also von Gamern. Kommt schon wahrscheinlich der Westen auch noch. Oh, Zombie jetzt. Ja, ja. Genau. Japanisch, ist ja scheiße. Aus Zombies. Ja, das war's, Ronny. Cool, du warst auch wieder dabei. Heute mal nur 4 Trailer. Du Sack. Das ja. Jetzt sackmäßig ist ein Abschluss. Ja, das muss ich erstmal sacken lassen. Die ganze Trailer-Geschichte. Das hatten wir doch eben schon, oder? Nee, ich hab's nicht gesagt, oder? War schlecht, nein, du hast natürlich nichts gesagt. Nee, ja. Aber ich füge jetzt. Ist auch egal, weil ich finde meine Sprüche immer cool. Alter Sackerfresser, echt. Nee, mal gucken, mit wem ich das beim nächsten Mal mache. Der Kai, der winselt schon. Letztes Mal schon gefragt. Und jetzt hast du Ronny genommen, hat er wirklich gerade gesagt. Das ist auch was von scheißegal. Auch er wird noch an die Reihe kommen. Mein Gott, der Trailer-Trash, der wird ja nie aufhören, solange die Trailer noch kommen, ne? Und solange die Leute den Trailer-Trash noch cool finden. Ja. Ja. Siehst du? Also, Sack, Gesicht, jetzt verabschiede dich. Alter, selber Sack, ich gebe mir alle am Sack vorbei und vor allem du, Matthias. Ja. Blast the Ibnek. Ich sage auch Tschüss. Ciao. 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 Blast the Ibnek.